Hey, meine Herzchen, willkommen zurück zu Atomic Heart. Ich lade jetzt einfach mal den Spielstand, weil letztes Mal bin ich ein bisschen durch die Wand gefallen. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Das war knapp. Ja, scheiß drauf. Wenigstens habe ich den Arm. Der hier sieht richtig aus. Suchen wir den Rest. Ja. Hier ist dein Blechgott. Au. Ja, Pisser. Oh, da kommen die nächsten. Alter, da oben kommt noch mehr. Hey, Schwein! Die Musik ist so lustig! Oh. Das war's jetzt, ja? Diese Arschgeigen. Oh, die Tür ist zu. Oh, da. Ey, es fehlt nur noch ein Teil, ne? Glaube ich. Ich hab's ja gewusst, dass hier das Ding noch liegt. Ha! Hab ich noch ein kleines? Nee, ich habe nur die großen noch, die Heilungen. Alles klar. Ihr Pissflitschen. Hab ich mir den schon angeguckt hier? Ne, das ist ja... Das ist so die Chromantenteil, dass ich wieder mit den Toten reden kann. Alles klar, schön, dass ihr dabei seid, Leute. Charles, warum hat der Boss die echten Beta-Konnektoren außer Betrieb genommen? Waren sie kaputt? Nicht ganz. Dr. Sitchinoff war nicht überzeugt, dass es bei Kollektiv einen Bedarf an Entscheidungsbefugnis gab. Also wollte der Boss Gleichberechtigung und hat wegen Molotow seine Meinung geändert? Vielleicht, Genosse Major. Was soll das heißen, vielleicht? Dr. Sitchinoff wollte Gleichheit für alle. Daran besteht keinerlei Zweifel. Aber es gab den Alpha-Connector schließlich gleich von Anfang an. Was, wenn der Boss die Macht des Alpha-Connectors gar nicht nutzen wollte? Sondern ihn nur zum Starten von Kollektiv brauchte. Das ist doch möglich, oder? Möglich ist alles. So heute ist es so. Diese Waffe, ne? Ich sag's euch. Die ist schon sehr imbar. Ist das so? Ihr kleinen Scheißerchen. So, da fehlt noch ein Körperteil. Der Arm passt. Der Kopf. Wie gesagt, ich finde die Waffe jetzt mittlerweile am besten, weil allein schon wegen dieser rotierenden Klinge ist die halt super geil. So, sind wir jetzt ganz oben, ja? Hm. Ist rot? Warum ist sie rot? Warum ist Claire rot? Ich verstehe es nicht. Naja. Okay. Bin gespannt, was jetzt... Ausstellungsbereich wird gescannt. Modul Kopf gefunden. Ermittle Koordinaten. Analysiere strukturelle Integrität. Kopfposition? Cello May eben. Scheiße, ist das dunkel hier.
Was das? Sieht ja geil aus, das Modell hier. Alles so retro, aber gleichzeitig futuristisch. Ich finde das total geil. Retro-Futuristik. Was habe ich eigentlich noch hier? Machen wir mal rein. Elektro. Ja, komm. Gut. Für was soll ich sie sonst nutzen? Ich nutze die Kartuschen nie. Die Leichen überall. Ah, so. Gibt's immer wieder. Ah. Weißt du was? Ich werde mal die Elektropistole austauschen. Bitte Vorgang auswählen. Auswählen. Achso, warum ich übrigens nicht den Granatwerfer teste? Ich habe ihn da nicht! Ja, ich kann ihn nicht machen. Ungenügende Ressourcen. Und der Dominator auch nicht. Wobei, ich könnte. Warte mal. Lal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 
Beluga-Halle. Leck mich am Arsch. Wo ist hier der gottverdammte Ausgang? Unterirdisch? Er ist echt nur am Meckern, ne? Ich find's lustig. Oh. Immer so ein bisschen scheiße, wenn man sieht, die Leute retten sich hier rein und dann sterben sie trotzdem. Leck mich doch. Wo soll ich den Kopf finden? Du musst die Icarus-Halle betreten. Dort befindet er sich auf der ersten Ebene. Und wo ist der Eingang? Bedauerlicherweise verfüge ich nicht über diese Information. Nach der Störung ist alles durcheinander geraten. Ach, sag bloß. Hast du mal überlebt, den Beluga mit Strom zu versorgen? Wie soll mir das denn helfen? Ich weiß nicht. Das war ja nur ein Vorschlag. Ja, so kann ich schaden. Ist ja nicht so, als hätten wir viele andere Optionen. Tereshkova, wo ist hier der Generatorraum? Ganz oben. Fantastisch. Wir sind also abgeschnitten. Was will man mehr? Ihr merkt schon, ich gebe einen Scheiß auf die Waffe. Ist gut. Alter. Ey, das sieht so creepy aus. Der Beluga ist das schnellste Mehrzweck-Tauchwerkzeug der Welt. Oder Tauchfahrzeug. Es kann Geschwindigkeiten von bis zu 78 km/h erreichen. Wow. Sowie zivile und militärische Missionen in einer Tiefe von bis zu 3000 Metern ausführen. Ja, mittlerweile sind sie natürlich schon viel weiter, was U-Boote angeht, aber... Naja. Das ist nichts, womit man protzen sollte. Aber es ist jetzt ja... ist das schnellste Mehrzweck-Tauchfahrzeug der Welt. Er kann Geschwindigkeiten von bis zu 78 Kilometern pro Stunde erreichen und zivile und militärische Missionen in einer Tiefe von bis zu 3000 Metern ausführen. Wir haben in den letzten Jahren mehr über den Meeresgrund gelernt als im vergangenen Jahrhundert. Wenn du mich fragst, sollten wir lieber die Tiefen des Ozeans erforschen als den Weltraum. Faszinierend. Wieso das? Weil man erstmal sein Zuhause kennen sollte, ehe man sich bei anderen umsieht. Ganz genau. Ich finde das immer noch doof, man sieht gar nicht richtig, wie die Ausrichtung ist. Muss dann einfach nur probieren, so ein bisschen mit dem Schloss knacken. Nachdem die ganze Beta-Connector-Idee tot war, haben sie also die Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis gemacht? Leider ja. Der Machtkampf im Kreml hört niemals auf. Die Parteiführung wollte auch bei Kollektiv die Macht haben. Aber es ist doch unsere Regierung. Wir sind die UdSSR. So ist es. Aber Kollektiv war für alle auf der Erde gedacht. Und die UdSSR ist nicht das einzige Land. Wir können Kapitalisten und Imperialisten nicht in Kollektiv lassen. Warum nicht? Kollektiv als weltweiter Zusammenschluss gleichberechtigter Menschen, in dem Roboter alle Arbeiten erledigen. Jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Das hören die Kapitalisten bestimmt nicht gern. Leider ist für Machthaber Gleichberechtigung nicht attraktiv. Damit der Kreml also nicht alles an sich reißt, hat Dr. Satchin auf Entscheidungsbefugnisse in Kollektiv programmiert. Verstehe. Ja.
geht immer noch um Macht und wer die meiste Kontrolle hat, nicht wahr? Genau so sieht's aus. Zwei Supraleiter. Hm. Warte, ich gehe nochmal kurz zurück. Wenn das überhaupt geht. Ah, geht. Ich mache mal diese Schienenwaffe und werde dafür den Granatwerfer zu legen, den finde ich kacke. Das sind halt so Waffen irgendwie. Na, keine Ahnung. Autorisierung. Macht mir irgendwie keinen Spaß. So, weg mit dir. Du wirst gleich demontiert. Plopp. Wo haben wir so die Schienenwaffe? Fatboy, Schienenkanone. Das ist auch die letzte. Ach, ungenügend. Aber dann mach ich mal den Dominator. Eine schwere Pulskanone, die Kugeln aus komprimierten elektrifiziertem Polymer verschießt. Nach dem Abschießen behalten die Polymerprojektile ihre Form aufgrund ihres eigenen elektromagnetischen Feldes bei. Wenn sie das Ziel erreichen, explodieren sie und geben dabei große Mengen potenzieller Energie frei, was schweren lokalisierten Schaden verursacht. Naja, also viel Schaden macht das Ding ja jetzt nicht. Aber gut. Sieht witzig aus auf jeden Fall. Und Pömpel da hinten dran. Geil. Das ist die letzte Waffe, glaube ich, ne? Haben wir komplettes Arsenal schon mal gesehen. Oh, die kann das auch? Die Pistole? Bitte Vorgang auswählen. Ich muss besser schießen. Lass mal Speicher. Hochfrequenzantrieb. Verringert die erforderliche Zeit für die Bildung einer Plasmaladung. Ah, das betäubt alle, oder wie? Impulstrainer, ein Pulstrainingsmodul, das eine Plasmaladungsfusion einleitet. Statt eines einzelnen Projektils werden 6 Aufpralleinheiten mit reduzierter Energie synthetisiert. Reduziert die Feuerrate. Durch den Einsatz eines Hochintensivmodifikators, Modulators, erhöht sich die Feuerrate mit jedem Schuss. Und hier ein Vektorwandler. Die Konzentration der aktiven Polymerlegierung in den Projektilen wird erhöht, wodurch die einzelnen Treffer höheren Schaden verursachen. Oh ja. Und die Projektile können ein Ziel umkreisen, wenn es nicht getroffen wurde, und es nachträglich treffen. Okay. Mehr Damage wird aber nicht raus, ne? Energieimpuls, der Schwachstellen höheren Schaden zufügt. Ah, nicht genug. Standardgriff. Aber gibt's da den Polygon 11? Okay, ich teste die mal ein bisschen. Der aussieht, ne? Warte mal, da liegt noch einer. Ja, ist was. Ne. Warst du bei der Führung dabei? Spielt das eine Rolle? Nein. Vielleicht. Doch, gewiss. Aber es spielt keine Rolle mehr. Mir missfällt dieser schwammige, galertartige Geisteszustand. Und ich möchte diese geistigen Qualen nicht mit sinnloser Kommunikation verlängern. Die geistige Qual sinnloser Kommunikation. Charles, woher weiß der Genosse, dass wir beide miteinander geredet haben? Welch funkelnder Esprit und bissiger Humor, Genosse Major. Meine Situation ist unbehaglich. Nicht unähnlich einem längeren Warten vor einem Abschied oder einer langen Reise, die niemand machen will, aber sollte oder muss. Ganz schön düster, deine Philosophie. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Eieieiei. Da lasse ich mal in seinem Trübsinn so ein bisschen schwelgen.
Ach ja. Musik. Verantwortung ist eine schwere Last. Oha. Also, wo ist denn jetzt ganz oben? What the hell? Ja, gegen die Tanne bringt das nicht so viel, hä? Kein Shitraum. Ja, das ist das Problem mit der Waffe, ne? Genau das ist das Problem mit so einer Waffe. Natürlich ist es im Wasser gelandet. Ah. Oh. Zu wissen, dass ich hier aus dem Wasser raus sammeln kann. Nur heilen kann ich mich nicht unter Wasser. Was echt scheiße ist. Dann habe ich dann eigentlich Luft. So lange, bis ich hier trinke, wahrscheinlich. Ja. Also, Polymer muss er ja gar nicht atmen, offensichtlich. Wetter? Was wollen Sie mit Ihrem Wetter? Hauen Sie ab, Mann! Flatterviecher sind unterwegs. Ich werde mir dann auf jeden Fall die Kalasche da mitnehmen, habe ich gerade überlegt. So. Was laden die denn? Ach da. Hey. Ich habe ganz vergessen, dass ich nicht sprinten kann. Scheiße. Oh mein Gott. So dumm. Dass er nur diesen dummen Dash kann. Es ist auch ein bisschen blöd, ne? Bisschen sehr blöd. Speedrun Parkour, komm. Hab ich eigentlich für Draht im Arm? Sag ich jetzt erst, weil ich da so Draht drin stecken hab. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Wenn man trifft, zumindest ist es ziemlich gut. Hängt da vorne einer? Was mich halt richtig stört, dass das Energie wegnimmt von meiner
Klingenwaffe, mit der ich ja diese tolle Klinge dann werfen kann eben. Aha. Oh, Alter, arme Sau. So. Meins. Musik. Und jetzt? Was geschieht? Gar nichts geschieht. Als vielleicht dumm. Okay, jetzt mache ich keine dummen Ausflüge mehr. Die sehen aber so böse aus, die Toten. Also nicht böse, sondern böse hin ums Leben gekommen. Ne? Und. Ich muss noch weiter. Ich muss noch weiter rauf. Hier kommt der Strom her. Bist du sicher? Ganz sicher. Warum? Weil es hier eins meiner heißgeliebten Relais gibt. Ach ja? Und ich dachte, du wärst eher an Behältern interessiert. Ach, komm schon. Hey, willst du da spaßig? Ich bin ja so dumm. Und wegen meiner Dummheit bin ich gestorben. Falls jemand mich begräbt, gehören diese Worte auf meinen Grabstein. Darauf würde ich nicht wetten. Wahrscheinlich kippen sie euch alle in ein Massengrab. Warum? Sind viele andere Leute gestorben? Ja, viel zu viele. Ach, das ist schön. Ich möchte ja nicht das Kollektiv verlassen. Wir sitzen alle im selben Boot, oder? Mhm, ein großer Spaß. Wow, der Typ, ey. So, was willst du? Dreimal grün, habe ich gehört. Oder blau. Hopp. Wieder so gut. Ich hab gar nichts mitgekriegt. Die
Wo laufen Sie denn hin? Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Licht aus! Kann ich hier nicht immer diese kleinen Kack-Bauern drüber? Da ist sie. Meine Kiste! Oh, da sind noch ganz viele andere Kisten. Ich halte nicht so viel vom Autofahren hier, weil die gehen sowieso so schnell kaputt, die Teile. Da rennt mir ein dummer Android vor und dann ist das Ding kaputt. Alles klar. Supraleiter sehe ich immer gerne. Oh, das ist eine Uhr wieder. Genosse Stockhausen, ich habe diesem ausländischen Touristen die Geheimführung durch das WDNH angedeihen lassen. Er hat alles gesehen. Ihm sind fast die Augen aus dem Kopf geploppt. Die werden vor Neid erblassen, wenn sein Artikel erscheint. Bestimmt belegen sie uns mit weiteren Sanktionen und bestellen neue Roboter. Komischer Haufen, diese Kapitalisten, oder? Oh. Charles, du glaubst, dass Philatova nicht nur der Liebe wegen mit Petrov unter einer Decke steckte, oder? Warum bist du dir so sicher? Ich möchte anmerken, dass Larissa Philatova eine angesehene, talentierte Wissenschaftlerin ist. Sie hat eigenständig ein Projekt abgeschlossen, an dem die besten Köpfe der Wissenschaft gescheitert wären. Was soll das heißen? Sie ist alles andere als dumm und würde niemals blind Befehlen folgen, für die es keine Grundlage gibt. Ganz egal, von wem sie stammen. Willst du damit sagen, dass sich gute Leute gegen den Boss stellen und er sie beseitigen lässt? Also ist Petrov unschuldig, oder was? Menschen, denen das Mutterland alles gegeben hat, müssen schon triftige Gründe für ihren Verrat haben. Doch der blutige Weg, den Petrov gewählt hat, ist inakzeptabel. Kapitalistischer Kollaborateur. Scheiß auf ihn. Ganz meine Meinung. Scheiß auf ihn. Zugang gewährt. So, ich weiß, ich weiß. Ich werde jetzt sagen, Bruger, nutzt die Waffe doch noch ein bisschen weiter vielleicht, aber... Nee, ich mach die mal kaputt und hol mir die Kalasch wieder. Hallo? Achso. So. Die Musik aber. So fröhlich. So, jetzt habe ich doch wohl genug Munition, oder? Galatsch. Zielvorrichtung. Magazin im Polygon 10. Kartusche. Lauf, haben wir schon den, die Genauigkeit, ja. Schaden. Ergonomie und erhöht Feuerrate. Da geht nicht. Kolben, erhöht referierter Rückstoß, ja. Polygon 12. Schade. Ja, der so nachlädt, guck mal. So. Habe ich die Klinge? Perfekt. 330 Schuss für die Kalasch.
Komm zu Papa! Ganzen Scheiß zerstören hier. Oh shit. Au. Nice. Ein Neuromodul, ich glaube, das ist neu. Ja, das war jetzt echt nur wegen dem Vieh, ne? So. Und den ganzen Kisten. Den Massen an Kisten hier, Alter. Ich weiß, ich bin so schwer zufriedenzustellen, aber irgendwie gefällt mir kann das jetzt auch nicht so. Ich finde ja die Schrot super geil. Mit mehr Munition werde ich noch richtig Sahne. Und sonst, naja. Da war Kisten drauf. Snap, snap, snap. Oh nein, da ist ja noch eins. So. Ach warte, jetzt ist die eine, So. Ja, das ist das Polymer hoch? Nee, oder? Au, was war das denn? Kann ich schon abrollen? Habe ich das wieder gelernt? Gut. Nee. Uiuiui, da ist noch so ein Teil. Wow, das ist eine große Drohne. Die
Wie haben sie die genannt? Gurke? Ich weiß es gar nicht mehr, aber die waren auch fies. Vom Aussehen her. Zugang gewährt. Ich bin so unzufrieden. Weg damit. Pistole fand ich aber auch kacke. Warum finde ich alles so kacke hier an Waffen irgendwie? Oh. Ich mache mir nochmal TPM jetzt. Kommen wir mal ganz kurz auf die Karte. Das Gelände 9, was haben wir hier? EM-Emitter für die PM, erweitertes Magazin. Ergonomischer Griff, hier musst du hin in die Arena, oder? Betrieb 2. Kumulator. Das Gelände 10. Alla, schon weiter das Magazin. Ja gut, will ich jetzt auch nicht unbedingt. Oh Gott, ist da noch viel hier. Der Malzielfernrohr. Boah, nee, Leute, ich werde jetzt hier noch so viel Zeit verplempern mit rumsuchen, glaube ich. Oh, die klitzekleine Pistole hier. Die ist echt winzig. Aber wenn man nach James Bond geht, der hat ja auch mal gesagt, es kommt nicht drauf an, wie groß die Knarre ist, sondern wie gut man damit schießt, hä? Kann das jemand bestätigen von euch? So, warte, da machen wir die Schrot hin. So. Zack, zack. Autorisierung. Mai Tai. Ist das die Pistole? Das ist echt über 40 pro Magazin. Also pro Einheit, pro Stack. Krass. Bitte Vorgang auswählen. Schnelle, weil das gibt's nicht. Kartusche. Bindungsbremse, ja. Das ist die Genauigkeit. Ja. So. Autorisierung. Dann machen wir uns noch ganz kurz. Ich habe gar keine Kartusche mehr. Systemstart. Ich hatte das noch nicht, das Abrollen, okay. So, mit einer Hand die Kapsel einsetzen und maximale Gesundheit wird verbessert, danke. Ach Mist, jetzt habe ich schon wieder den... Ach, egal, ich habe schon wieder den Rucksack vergessen. Oh, 13. Zug. Muss ich hin? Achso, das wäre jetzt alles nur optional, wenn ich mich hier oben umgucke. Ah. Wieder zur Halle. Ja gut, also ganz ehrlich, jetzt bis auf die optionalen Dinger. Bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht so Lust, mich umzugucken, weil ich finde die Open World echt stressig. Mit dem Alarm und so weiter. Jetzt sind da wo ich hergekommen bin, ernsthaft? Original da runter wieder. Na gut. Ging nur um den Strom, ne? Dass ich den Strom einschalte. Wow, Tatsache, ich muss wieder da runter. Au. Ist irgendwie ein bisschen schmerzhaft angefühlt.
was du drauf hast. Ich fange gerade erst an. So sieht's aus. Wo bin ich denn nach da oben jetzt? Nee, da jetzt nicht. Speicher geladen. Obwohl. Komm ich da hoch? Das U wird jetzt vielleicht bewegen? Sehen wir mal, ob das hilft. Ah! Upsi! Und? Oh ja! Yeah. Das war der Plan, ja. Definitiv. Genau das hatte ich vor. Jetzt ohne Scheiß. Ich hatte vor, das U-Boot zu bewegen, aber dass es das kaputt macht, ne? War ein Bonus. Was machst du denn hier unten? Geh sofort wieder zurück. Dein Anzug kann diesen Druck doch nicht aushalten. Hä, was für ein Druck? Welcher Druck? Was glaubst du, wo wir sind? Wir sind unter Wasser, Genosse, um ein Tiefseegerät zu überprüfen. Schau nur, um uns herum sind Fische und andere Meerestiere. Geh zurück an die Oberfläche, Froschmann. Das ist ja interessant. Interessant ist vor allem, wie du diesen Druck aushalten kannst. Wenn du nicht sofort zurück an die Oberfläche gehst, bist du ein toter Mann. Also los, Froschmann. Den linken Arm hoch und gut aufpassen. Halte dich von diesen Rotoren fern. Was ist denn mit dem los, Charles? Ich meine, mir ist schon klar, dass er tot ist, aber trotzdem. Dies ist die PTBS-Version des neuronalen Netzwerks. Wenn ein Opfer plötzlich stirbt, kann sein Bewusstsein eine alternative Wahrnehmung der Realität auf der Grundlage seiner Vorlieben und der Umgebung modulieren. Oh, ja, das ergibt Sinn. Interessant. So, aber das war's jetzt leider erstmal für den Part. Ich werde mich mal hier zurückziehen, ein bisschen speichern. Nächstes Mal geht's weiter. Lasst mir Liebe da, liked das Video, wenn ihr möchtet und kommentiert was Nettes. Wir sehen uns zu Atomic Heart. Macht's gut, tschüss.